Ja, jetzt lernen wir die dritte Methode kennen, um den Winkel Phi zu berechnen, wenn die Normalform gegeben ist. Der Winkel Phi ist also der Winkel von hier, hier rum bis nach hier. Na, wir nehmen das alte Beispiel, der Realteil a ist gleich minus 3, der Imaginärteil ist gleich minus 4, also b gleich minus 4. Die komplexe Zahl, die umgewandelt werden soll, ist also minus 3 minus 4i. So, in Normalform. Jetzt machen wir folgenden Ansatz. Wir setzen diese Form gleich der trigonometrischen Form, also gleich r mal Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi. So, ja, jetzt berechnen wir als nächstes r. Das wird in den Lehrbüchern so gemacht, nach dieser Methode. Da muss ich beisagen, das ist schlecht, weil wenn man r berechnet, dann ist da ja schon ein Rundungsfehler drin. Der Taschenrechner berechnet ja nur eine gewisse Zahl von Stellen, wenn man r ausrechnet. Also das zeigt schon, die Methode ist nicht so gut. Ja, jetzt berechnen wir r, das haben wir im vorigen Video gemacht mit dem Satz des Pythagoras. Und da kam 5 raus. Ich ersetze also dieses r durch 5 und teile dann, das mache ich mal eben, durch 5 und teile dann die Gleichung durch 5. Dann steht da minus 3 Fünftel minus 4 Fünftel i gleich Cosinus Phi plus i mal Sinus Phi. Gut. Jetzt mache ich folgenden Ansatz. Ich mache einen Koeffizientenvergleich. Ich habe ja hier einen Realteil von minus 3 Fünftel und das ist, hier habe ich auch einen Realteil, der heißt hier Cosinus Phi. Ne? Das ist ja der Realteil und der Koeffizient von i ist der Imaginärteil, das ist Sinus Phi. Aber der Realteil ist also Cosinus Phi. Cosinus Phi ist also minus 3 Fünftel. So. Jetzt mache ich nochmal das gleiche. Der Imaginärteil ist minus 4 Fünftel. Und hier ist der Imaginärteil, der Koeffizient von i, ist Sinus Phi. Also setze ich die beiden gleich, dann steht da Sinus Phi gleich minus 4 Fünftel. So, als nächstes will ich ja, ich will ja Phi ausrechnen, forme ich die beiden Gleichungen nach Phi um. Hier muss ich dazu den Arcus Cosinus benutzen. Da bleibt also auf der linken Seite Phi übrig und recht auf der rechten Seite der Gleichung steht Arcus Cosinus minus 3 Fünftel. Arcus Cosinus von minus 3 Fünftel. Hier genauso, hier ist die Sinusfunktion, also muss ich Arcus Sinus anwenden als Umkehrfunktion, damit Phi allein steht und erhalte auf der rechten Seite Arcus Sinus von minus 4 Fünftel. So. Das gebe ich jetzt in den Taschenrechner ein. Also Arcus Cosinus von minus 3 Fünftel. Und da erhalte ich einen Winkel Phi von 126,8 Grad. Das gleiche mache ich hier. Und da erhalte ich einen Winkel von minus 53,1 Grad. Ja, da muss ich jetzt aber dabei sagen, da muss man eine Umformung machen. Ich kann ja diesen Winkel um 360 Grad drehen, dann bekomme ich wieder den gleichen Zeiger, ne? Die gleiche Stellung. Also addiere ich hier zu den 53,1 Grad 360 Grad und bekomme 306,8 Grad. So, also das sind die beiden Ergebnisse. Ja, was fällt uns auf? Erstmal fällt uns auf, die beiden Ergebnisse hier sind unterschiedlich, also 126 und 306 Grad. Und wenn man nachguckt, sind sogar beide falsch. Ne? Der Winkel muss nämlich zwischen 180 und 270 liegen. Das sieht man ja an diesem Bild. Der liegt aber nicht in diesem Bereich. Ja, wir haben also zwei falsche Ergebnisse bekommen. Ja, um zu zeigen, was bei der Berechnung hier verkehrt gelaufen ist, habe ich euch hier mal die Cosinusfunktion aufgemalt zwischen 0 und 360 Grad. Wir benutzen die Cosinusfunktion ja nur zwischen 0 und 360 Grad, weil wir ja nur einen Winkel zwischen 0 und 360 Grad suchen. Die würde ja hier noch weitergehen bis unendlich. Hier geht sie auch nach links weiter bis unendlich. Wir benutzen also nur dieses Stück. Ja, und was haben wir dann gemacht? Dann haben wir hier von der Cosinusfunktion
also der Cosinusfunktion zwischen 0 und 360 Grad, die Umkehrung Arcus Cosinus gebildet. Das ist geometrisch gesehen einfach eine Drehung um 90 Grad. So, und da erhalte ich jetzt die Arcus Cosinus Funktion. Ja, das heißt, ich überprüfe mal, ob es wirklich eine Funktion ist. Wenn ich hier einen Wert nehme und bestimme dazu den Arcus Cosinus, dann erhalte ich 1, 2 Werte. Ne? Ja, das ist schon schlecht. Das ist also gar keine Funktion, sondern das ist eine Arcus-Cosinus-Relation, weil ich ja zu einem Wert mehrere Winkel erhalte. Ja, jetzt ist es aber so, der Taschenrechner und die Mathematiker, die kennen keine Arcus-Cosinus-Relation. Ne? Die rechnen ja nur mit Funktionen und nicht mit Relationen. Ne? Auch ein Taschenrechner kann ja nicht zwei Werte anzeigen, deshalb sind für einen Taschenrechner Relationen tabu. Ja, und deshalb haben die Mathematiker die Arcus-Cosinus-Funktion anders erklärt. Da gehe ich mal wieder zur Cosinus-Funktion und die haben also da Folgendes gemacht. Die haben einfach nur die Cosinus-Funktion zwischen 0 und 180 Grad, beziehungsweise im Bogenmaß ist das Pi, diese Cosinus-Funktion haben sie genommen, nur dieses Stück, und haben davon die Umkehrung gebildet. Ja, das mache ich mal. Also das ist hier die gepunktete Linie. Dieses Stück haben die genommen. Und jetzt passt mal auf, was mit der gepunkteten Linie passiert, wenn ich die Umkehrfunktion bilde. So, dann erhalte ich dieses Stück und das ist tatsächlich eine Funktion. Weil hier zu diesen Werten auf der x-Achse gibt es immer nur einen Winkel. Das oben, das interessiert ja nicht mehr. Der Taschenrechner kennt ja nur diese gepunktete Linie, weil die Arcus-Cosinus-Funktion eben so definiert ist. Ja, jetzt haben wir aber ein Problem. Und zwar, wie kommen wir jetzt von der gepunkteten Linie, das sind die Lösungen des Taschenrechners, zu den Werten hier oben. Ja, also hier unten zwischen 0 und 180 Grad ist ja noch alles okay. Wenn ich einen Winkel zwischen 0 und 180 Grad ausrechne, da kriege ich also das richtige Ergebnis, weil die gepunktete Linie, also das Taschenrechnerergebnis, ist mit unserer Arcus-Tangens-Relation identisch. Ja? Wenn die aber hier oben sind, dann habe ich ein Problem. Also immer wenn es über 180 Grad hinausgeht. Ja, und da muss ich mich an einen Satz erinnern aus dem Trigonometriekurs. Ja, der Satz lautet also, Cosinus Phi gleich Cosinus 360 Grad minus Phi. Den haben wir im Kurs Trigonometrie kennengelernt. Und den wende ich jetzt an auf dieses Cosinus Phi hier. Das heißt, ich schreibe es mal hin, ich ersetze dieses Cosinus Phi durch dieses Cosinus 360 Grad minus Phi. 360 Grad minus Phi. So, gleich minus 3 Fünftel stand da. War minus 3 Fünftel. Jetzt wende ich wieder auf beiden Seiten die Arcus-Cosinus-Funktion an, weil ich ja die Winkel isolieren will. Dann bleibt hier 360 Grad minus Phi übrig, weil Arcus-Cosinus und Cosinus heben sich auf. Das war zu viel. So, und auf der rechten Seite steht dann Arcus-Cosinus, Arc-Cosinus von minus 3 Fünftel. Gut, jetzt rechne ich wieder den Arcus Cosinus von minus 3 Fünftel aus. Habe ich hier schon gemacht, 126,8 Grad. Und hier übernehme ich nur die linke Seite, 360 Grad minus Phi. Ja, wenn man diese Formel jetzt nach Phi umstellt, dann erhält man das richtige Ergebnis, 233,2 Grad. Ne, das Ergebnis muss ja zwischen 180 und 270 liegen. Tut's, ist also richtig. Gut, man hätte auch hier über Sinus Phi gehen können. Da sind ähnlich komplizierte Überlegungen notwendig. Machen wir deshalb nicht. Ich möchte nur noch eins anmerken. Die Methode ist grundsätzlich schlecht, weil wir hier erst den Betrag R ausrechnen. Und das ist normalerweise eine reelle Zahl. Und da rechnet man also mit einer gerundeten Zahl weiter. Und die Rundungsfehler übertragen sich also. Deshalb sind die anderen Methoden vorzuziehen. Ich verabschiede mich, das war's.